Eine Mirrorless Full-Frame-Kamera mit 4K, HDMI-Output in 10-Bit 422, C-Log und der Sensor der 5D Mark IV? Die EOS R klingt verdammt geil, aber ob sie wirklich so geil ist oder einfach nur ein lauwarmer Regen, das erfahrt ihr jetzt im Video. Bleibt dran! Die EOS R klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und in diesem Video will ich euch einfach mal meine persönliche Meinung zur Kamera mitteilen. Das, was mir daran gefällt, das, was mir nicht gefällt. Und am Ende das mal einer Zielgruppe versuchen zuzuordnen und euch auch sagen, wieso mir das letztendlich wirklich schwer gefallen ist, dafür die Zielgruppe zu finden, beziehungsweise eine Kaufentscheidung oder Kaufempfehlung zu geben. Das aber am Ende. Dieses Video ist dann interessant für dich, wenn du, so wie ich, auch ein Canon-User bist, beziehungsweise vielleicht auf Canon umsteigen möchtest oder einfach überhaupt dir eine erste Kamera kaufen willst und das vielleicht eine Canon sein möchte oder du vielleicht generell nur interessiert bist. Bei anderen Herstellern ist das ja so, dass sie Funktionen haben, die man bei Canon teilweise misst, beziehungsweise man Kameras mit ähnlichen Funktionen, wie sie Canon hat, doch deutlich günstiger kriegt. Aber wenn du so wie ich gerne Canon-User bist, weil du meinetwegen den Autofokus so magst oder die Farben so magst, dann ist dieses Video wahrscheinlich für dich sehr interessant, weil du dann weißt, wie du vielleicht die EOS R einordnen kannst und ob sie für dich vielleicht interessant ist oder auch nicht. Was finde ich denn jetzt gut an der Kamera? Zum einen, das liegt recht einfach auf der Hand, ist es eine Mischung aus der 6D Mark II und der 5D Mark IV. Zwei sehr gute Kameras, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Die 6D Mark II hat zum Beispiel das tolle Klappdisplay, was echt ein Vorteil ist für Vlogger. Die 5D Mark IV macht richtig gute Fotos und kann 4K aufnehmen. Und die EOS R mischt beides zusammen und übernimmt dabei aber viele Funktionen der 5D Mark IV, sowie zum Beispiel den Sensor. Entsprechend hat die Kamera also einen sehr guten Dynamikumfang, kann sehr gut in Lowlight performen, kann wie gesagt in 4K aufnehmen, schießt Fotos also mit 30 Megapixel pro Sekunde, hat den altbewährten LPE6N Akku, hat einen Kopfhöreranschluss und hat WLAN-Bluetooth mit an Bord. Darüber hat die Kamera noch weitere tolle Funktionen, wie zum Beispiel USB 3.1, sodass man sie auch darüber unterwegs laden kann, mit zum Beispiel so einem Reiseakku oder ähnliches, was ein unheimlicher Vorteil ist. Und wie gesagt, die Kamera kann mit 10-Bit aufnehmen, maximal. Allerdings intern in der Kamera nur mit 8-Bit 420 und maximal in 4K. Wenn man das Signal aber ausgibt, dann geht das auch in 10-Bit 422 und auch in 4K. Das Schöne ist, dass bei der Kamera direkt C-Log integriert ist. Man muss sie also nicht wie die 5D Mark IV einschicken oder muss es komplett missen wie bei der 6D Mark II oder 1DX Mark II und hat dadurch einen Blendenumfang von 12 Stufen. Wenn man das Video jetzt über HDMI an einen externen Rekorder ausgibt, dann hat man wie gesagt 10-Bit 422 und hat das Signal in Gamma BT 2020. Das hat wiederum den ungemeinen Vorteil, dass wenn man zum Beispiel einen Atomos Ninja Recorder oder ähnliches anschließt oder den neuen Atomos 5 oder wie der heißt, dann kann man darüber direkt das Atomos HDR LUT rüberlegen beziehungsweise die Atomos HDR Funktion und kann dann im Vorfeld bereits sehr gut einschätzen, wie das Video im Nachhinein aussieht, weil es einfach nicht so blass aussieht, wie es sonst typisch bei C-Log der Fall ist. Des Weiteren wiegt die Kamera ausgestattet mit SD-Karte und Akku nur 660 Gramm, also auch ideal zum Reisen geeignet. Und hat diesen neuen Canon RF-Mount. Dieser RF-Mount erfordert eigene Objektive, die Canon auch damit vorgestellt hat, die richtig geil sind. Allerdings kann man nicht seine alten EF- oder EFS-Objektive anschließen, dafür braucht man einen extra Mount, da kommen wir nochmal später zu. Der RF-Mount, der neue, hat wiederum den Vorteil, dass die Objektive, die dazukommen, vorne so einen kleinen Ring haben, den man wie eine Funktionstaste auf der Kamera belegen kann. Das sorgt dann dafür, dass man stellt sich erstmal vor, das wäre eine EOS R mit EFE-Objektiv, meinetwegen sich das so einstellt, dass man vorne den ISO-Wert verdrehen kann, über den Schalter kann man dann meinetwegen die Blende verstellen und hinten über das Rad die Verschlusszeit. Dann hat man alles wirklich griffbereit, ganz schnell und muss nicht erst irgendwo dann rumspielen. Des Weiteren wartet die Kamera mit einem Verschluss für den Sensor auf, was unheimlich von Vorteil ist, weil bei Mirrorless-Kameras hat man ja logischerweise keinen Spiegel. Und wenn jetzt der Sensor frei liegt, wenn man das Objektiv abdreht und man dreht ein neues drauf, dann kommt da sehr gerne Staub rein. Gerade wenn man meinetwegen am Strand oder sowas Hochzeitsfotos macht und man möchte dann zwischendurch immer die Objektive wechseln, dann ist das äußerst ungünstig, wenn da der ganze Sand reinkommt und das tut der Kamera nicht gut. Und jetzt hat man hinten einen Knopf, drückt man drauf, dann fährt das wie so ein Tor davor runter, dann ist das dicht und dann kann da kein Dreck reinkommen.
unheimlicher Vorteil, ist wirklich eine sehr schöne Lösung. Und dazu gesellen sich noch die weiteren Vor- oder Nachteile, das ist jetzt Geschmackssache, die ein elektronischer Sucher mit sich bringt. Des Weiteren gesellt sich zur Kamera ein Focus Peaking und ein Focus Assistant, was unheimlich praktisch ist, wenn man viel manuell mit der Kamera zoomt. Und im Videomodus noch die Möglichkeit, ein 4K-Zeitraffer-Video aufzunehmen, so wie bei der 6D Mark II. Also ist das auch bestens geeignet und man muss das nicht manuell schneiden. Hat gleich ein wunderschönes Zeitraffer, wie ich die auch regelmäßig aufnehme. Wenn man sich so jetzt mal die ganzen Vorteile so hoch und runter liest und auch die technischen Daten auf der Internetseite anguckt, dann klingt das ja schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das klingt einfach wie die Kamera schlechthin. Aber natürlich gibt es ja auch ein paar negative Punkte, die man so zwischen den Zeilen lesen muss, die ich mir auch mal ein bisschen raussuchen musste. Und da sind erstmal zwei Sachen, die mir unheimlich ins Auge stechen. Zum einen betrifft das 4K. Das 4K hat maximal 30 Bilder pro Sekunde. Heißt also, man kann jetzt meinetwegen, wenn man eine Timeline mit 24 FPS hat und mal 30 FPS aufnimmt, dann hat man so einen ganz leichten Slow-Motion-Effekt. Das kommt meinetwegen schön, wenn man Hochzeiten hat und die sich dann anziehen, die Knöpfe zu machen und so, dann kommt das sehr gut, weil es nur so ein leichter Effekt ist und wirkt ein bisschen wie im Traum. Aber man kann jetzt keine richtig schöne Zeitlupe machen. Also man hat weder 60 noch 120 FPS oder sowas. Das ist leider etwas schade. Der zweite, für mich ganz große Nachteil in Bezug auf 4K, gerade auch fürs Vloggen, ist, dass das Bild bei 4K gecroppt wird, und zwar in dem Faktor 1,7. Sprich, das Bild ist um das 1,7-fache dichter rangezoomt. Also wenn ihr meinetwegen mit 20 mm vloggt, dann seid ihr nachher schon bei 34 und dann funktioniert es einfach nicht mehr, in der Hand halten zu vloggen. Das ist äußerst unpraktisch, was die 4K-Funktion fürs Vloggen einfach mal total obsolet macht. Außerhalb des 4K-Bereichs kann die Kamera leider in Full HD auch nur in 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen, was zwar für die meisten Leute wahrscheinlich ausreichend sein wird, für mich aktuell auch, weil ich damit auch vlogge und das funktioniert. Aber trotzdem hätte ich mir das gerne gewünscht, vor allen Dingen von der Canon-Kamera im Jahr 2018, wo es doch so viel Konkurrenz mittlerweile gibt. Es ist leider nach wie vor bei Canon so, dass wenn man eine Kamera haben möchte, mit der man in 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen möchte, man wenigstens 6.000 Euro auf den Tisch legen muss, wenn man sie neu haben möchte. Und dann ist man bei der One DX Mark II oder bei der C200 oder C300 Mark II, und das finde ich einfach ziemlich frech im Vergleich zur Konkurrenz, die das Ganze schon für 2.000 Euro anbietet. Des Weiteren hat die Kamera genauso wie jede andere Canon-Kamera keine In-Kamera-Stabilisierung und wartet auch nicht mit zwei Speicherkartenslots auf. Man hat also hier nur einen Speicherkartenslot, was sicherlich für die meisten Fälle ausreichen wird, aber wenn man jetzt zum Beispiel sehr wichtige Sachen aufnimmt, wichtige Fotos, wichtige Videos, Imagefilme, Videos, Hochzeitsvideos, Hochzeitsfotos, sowas in der Richtung, dann möchte man einfach einen zweiten Speicherslot haben, für den Fall, dass irgendwas schief geht, die Karte kaputt geht oder wie auch immer, dass man noch eine kleine Absicherung hat. Das finde ich also in der Preisklasse, sollte das drin sein, und kann ich einfach nicht verzeihen, dass das nicht drin ist. Dann noch ein paar weitere Punkte, die ich äußerst unpraktisch finde. Zum einen hat die Kamera keine Zebras, was ich äußerst unpraktisch finde, wenn die Kamera so als Video-DSLR auch beworben wird und sie schon Focus-Peaking hat, dann hätte man auch Zebras mit reinpacken können, dass die Belichtung doch wesentlich leichter macht, gerade wenn man professionell unterwegs ist. Dann ein weiterer Nachteil, man hat ja bei der Kamera ein bisschen über 5.500 Autofokuspunkte und die kann man auswählen, wenn man durch den Sucher guckt, über das Schwenkdisplay mit Wischen. Das ist leider sehr ungenau, gerade wenn man so ein bisschen dicke Finger hat, da hätte ich mir doch irgendwie einen Joystick gewünscht oder so. Und der letzte Nachteil, der eigentlich die Kehrseite eines Vorteils ist, ist der Akku. Wir haben ja hier den altbewährten LPE 6N Akku, der den Vorteil hat, dass er bei sehr vielen Kameras drin ist, der den Vorteil hat, dass man ihn günstig nachkaufen kann von Drittherstellern und der zum Beispiel in der 6D Mark II für 1200 Fotos ungefähr reicht, wenn man Fotos durch den Sucher macht. Über den LiveView sind es natürlich 350 ungefähr, weil der LiveView frisst viel mehr Strom. Das Problem bei der EOS R, weil der Sucher ja elektronischer ist, frisst er ungefähr genauso viel Strom wie der LiveView. Heißt also, mit dem LiveView kann ich dann 350 Fotos machen, über den elektronischen Sucher 370 oder so. Das heißt also, ich muss mir nochmal wenigstens zwei Akkus dazu kaufen, wenn ich auf die gleiche Fotoleistung kommen möchte wie mit der 6D Mark II, der 5D Mark IV. Da hätte man sich wirklich noch eine andere Lösung überlegen können oder einen größeren Akku entwickeln können, vielleicht wie der in der One DX Mark II oder irgendwas in der Richtung, weil so ist das wirklich nicht praktisch. Tja, was kann man jetzt im Fazit sagen? Es ist definitiv eine Canon-typische Kamera mit allen Canon-typischen Stärken und Schwächen. Man hat also die natürlichen Hauttöne, die Canon mitliefert, man hat auch den sehr guten Dual-Pixel CMOS Autofokus, man hat aber den Nachteil der nicht ganz so guten Videofunktion im Vergleich zu einer Sony oder Panasonic
und auch des nicht ganz so guten Dynamikumfangs im Vergleich zum Beispiel einer Sony-Kamera. Aber es ist wie gesagt eine sehr, sehr gute Canon-Kamera mit sehr vielen der positiven Eigenschaften der 5D Mark IV, zu denen sich die positiven Dinge der 6D Mark II dazu gesellen, wie zum Beispiel 4K-Videomodus und das Schwenkdisplay. Und es ist die erste Canon Full-Frame Mirrorless-Kamera. Wenn man also auf eine Mirrorless von Canon bisher gewartet hat und unbedingt eine haben möchte, dann hat man jetzt die Möglichkeit, sich eine zu kaufen. Tja, aber was kostet uns nur der Spaß? In jedem Fall recht viel Geld. Die Kamera alleine kostet 2500 Euro, was für die Funktion, die sie bietet, noch geht. Es ist jetzt nicht besonders günstig, aber für Canon-Verhältnisse ist das schon passend angesiedelt. Jetzt muss man aber bedenken, wenn man seine alten EF-Objektive nutzen möchte, dann muss man definitiv noch den EF-Mount dazu kaufen, der kostet mal um die 220 Euro oder sowas. Und wenn man jetzt gerne Fotos macht und gerne so viele Fotos haben möchte wie mit seiner 5D Mark IV oder 6D Mark II in einer Akkuladung, dann sollte man sich noch zwei Akkus dazu kaufen, die kosten auch nochmal um die 200 Euro und dann ist man letztendlich nachher bei knapp 3000 Euro. Und das macht für mich die Einordnung wiederum sehr schwer. Für 3000 Euro kriegt man auch wiederum eine 5D Mark IV, die sich Profifotografen wahrscheinlich eher holen werden, weil sie noch ein bisschen besseren Dynamikumfang hat und weil das da wirklich der entscheidende Punkt nachher höchstwahrscheinlich ist. Professionelle Videografen wiederum, die werden sich eher eine C100 Mark II, C200 oder C300 Mark II holen, also irgendwas aus der Cinema Line oder vielleicht auch eine 1DX Mark II, aber mit Sicherheit keine DSLR, weil die ja professionell unterwegs sind. So, nach diesem ganzen Wust von Informationen, für wen ist denn die Kamera wirklich geeignet? Wer soll hier die potenzielle Zielgruppe sein? Und da tue ich mich wirklich schwer mit der Entscheidung. Wie gesagt, Profis im Bereich Foto und Video werden sich eher zu anderen Varianten hinziehen lassen. So zum Beispiel die 5D Mark IV für Fotos, die genauso viel kostet letztendlich, wenn man die Ausstattung, die man noch braucht, dazu rechnet. Und Videoprofis mindestens vielleicht die C100 Mark II, die kostet knapp 3.500 Euro und ist für Videos wesentlich besser geeignet. Wer bleibt denn letztendlich noch übrig? Für mich kommen jetzt hier nur wenig Zielgruppen in Frage. Die eine Zielgruppe ist vielleicht der Allrounder oder meinetwegen der Vlogger, der seine Kamera gleichermaßen für Fotos und Videos benutzen möchte, der gerne Fullframe nutzen möchte, ihm 1080p ausreicht, weil 4K mit dem Crop ist nicht wirklich sehr sinnvoll zu filmen und der aber eine bessere Fotoqualität haben möchte als mit der 6D Mark II, weil die EOS R doch schon sehr überlegen ist, wie gesagt, fast so gut wie die 5D Mark IV. Der ist eventuell eine potenzielle Zielgruppe. Dann der Canon-Interessierte, der schon immer eine Canon Mirrorless Full-Frame-Kamera haben wollte, weil er meinetwegen die Fotoqualität der 5D Mark IV und die Hauttöne und den Dual-Pixel-Autofokus von Canon so unheimlich mag, aber gerne noch einen elektronischen Sucher haben wollte. Der hat jetzt auch eine Möglichkeit. Und als letzte Zielgruppe fällt mir der Video-Enthusiast ein, der unbedingt seine Videos im DSLR-typischen Body machen möchte, weil er meinetwegen den Formfaktor so mag, weil er vielleicht viel reist oder die Cinema-Kameras nicht so gut auf den Gimbal passen oder wie auch immer, der also sehr gute Videos haben möchte mit 10-Bit-Output in 422 und BT2020 und aber nach wie vor den Formfaktor von seiner kleinen Fotokamera haben möchte und nicht die etwas größere Videokamera mit sich rumschleppen möchte. Der fällt mir eventuell auch noch ein. Aber das sind leider so die einzigen Zielgruppen, die mir jetzt so einfallen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Canon schafft, mit der EOS R Nutzer von anderen Systemen auf sein Kamerasystem umzustellen, weil einfach die anderen Systeme für das gleiche Geld mehr bieten. Und wenn man schon daran gewöhnt ist, an diese Systeme, all die Zeit meinetwegen an Sony oder Panasonic und das auch gerne so mag, den Look, dann denke ich auch nicht, dass man jetzt wegen der Canon EOS R plötzlich auf Canon umsteigt. Auch wenn man hier ein paar Vorteile hat, wie den neuen EFR-Mount, wo man vorne drehen kann oder man hinten noch diesen Adapterring hat, wo man ND-Filter reinstecken kann, was auch unheimlich praktisch ist. Aber ich denke, dass diese Vorteile nur sehr, sehr gering sind im Gegensatz zu den Kompromissen, die man eingehen muss, wenn man jetzt vielleicht von einem anderen Hersteller kommt. Wie zum Beispiel von der Sony mit einem wahnsinnigen Dynamikumfang oder von der Lumix G5, wo man in der Kamera bereits in 10-Bit aufnehmen kann. Also ich fange schon wieder ein bisschen an zu schwafeln, aber wie ihr vielleicht daraus erkennen könnt, fällt mir das unheimlich schwierig, eine Entscheidung zu treffen, für wen diese Kamera sinnvoll wäre.
Wer bereits eine Vollformatkamera von Canon hat, also meinetwegen die 5D Mark IV, wird bestimmt nicht umsteigen. Wer die 6D Mark II hat und bessere Fotos haben möchte, der kann auch auf die 5D Mark IV umsteigen. Der gibt die EOS R auch nicht unbedingt Sinn, weil bessere Videos macht sie nicht unbedingt, zumindest für die normalsterblichen Nutzer. Sicherlich, sie hat 4K, aber wie gesagt, gekroppt, das lohnt sich nicht. Also wer bleibt denn letztendlich noch als Nutzer übrig, der sich für diese Kamera interessieren sollte? Ich weiß es einfach nicht. Ich finde einfach, alles in allem ist die Kamera mehr so eine leichte Brise, fast schon Schuss in den Ofen. Ich denke, sie hat Potenzial auf lange Sicht für die Entwicklung, weil es jetzt die erste Vollformat-Canon Mirrorless ist. Da wird mit Sicherheit sehr viel Entwicklung noch reinfließen und die EOS R2 wird mit Sicherheit eine ziemlich geile Kamera. Aber dieses erste Modell, ja, ich weiß nicht, ich würde sie mir nicht kaufen. Es sei denn, ich habe irgendwie Geldschiss oder so, aber dann doch eher die 5D Mark IV und für die 100 Euro nochmal C-Log nachrüsten lassen und dann kann ich die auch nutzen, wenn ich denn damit Videos machen möchte. So. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt jetzt vielleicht noch eine genauere Vorstellung darüber, ob die EOS R vielleicht was für euch ist oder weniger. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von der EOS R haltet und ob ihr sie euch vielleicht kaufen würdet oder nicht. Wenn ihr euch sie kaufen würdet, dann schreibt mir gerne, wieso unbedingt diese Kamera und keine 6D Mark II oder 5D Mark IV. Und wenn ihr sie nicht kaufen möchtet, schreibt mir doch auch gerne darunter, wieso ihr die Kamera nicht kaufen würdet. Ich verlinke euch die Kamera mal mit den technischen Daten unten in der Beschreibung, also direkt auf die Canon-Seite mit den technischen Daten, könnt ihr euch mal angucken. Ansonsten liked das Video, wenn euch das gefällt, disliked, wenn es euch nicht gefällt, abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr dann auch eine Nachricht bekommt, wenn ich mein nächstes Video hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.